Die nasskalten Temperaturen hierzulande zwingen regelrecht die warmen Pullis und Jacken wieder aus dem Schrank zu holen. Machen Sie modemäßig das Beste draus. Wir haben ein kleines, aber feines Kaschmir-Label aus der Schweiz entdeckt. Nove Marzo, das trendy und leicht, aber warm ist. Unsere ATV-Wetterlady Katie Zimmermann schlüpfte für uns in die aktuelle, flauschige Sommerkollektion. Die Schweiz ist bekannt für edle Accessoires und Luxus. Dort ist alles teurer, also auch die Kleidung. Seit 20 Jahren gibt es ein kleines Unternehmen in der Nähe von St. Gallen, das eine sehr noble Linie namens Nove Marzo designt. Dahinter versteckt sich Mode aus 100% Naturmaterialien, speziell aus Kaschmir. Unsere Wetterlady Katie Zimmermann, die sich nach dem Aufstehen nie mit der Frage quälen muss, was anziehen, wie wird das Wetter heute, schlüpfte für uns in die aktuelle Kaschmir-Kollektion. Ja, ich ertappe mich schon, also ich schaue jetzt beim Fenster raus und gucke, ob es regnet oder nicht, weil das weiß ich ja. Im Vorhinein, ja, wenn ich weiß, es schüttet, dann so wie heute zum Beispiel, ziehe ich nicht meine Flipflops an, dummerweise, sondern halt feste Schuhe oder eine Winterjacke, wie ich sie heute wieder anhabe, klar. Die Winterjacke muss nicht mehr wirklich sein, denn Kaschmir wirkt wie eine Klimaanlage, im Winter wärmend, im Sommer kühlend, laut Chefdesigner Jörg Boras. Natürlich machen wir das im Sommer hauchdünn. Und die Teile sind wirklich so leicht, dass sie von der Ware her wirklich an Jersey rankommen und dass sie das wirklich auch im Sommer tragen können, ohne dass sie jetzt darin vielleicht zu schwitzen anfangen. Bei diesem Anblick kommt zumindest das Gegenüber ein bisschen ins Schwitzen. Die Outfits sind sehr feminin und sexy. Ist man gar nicht gewohnt, wenn man an Strickmode denkt. Wir sind auch nicht so ein verstaubter Strickanbieter, der jetzt nur einen Pullover oder vielleicht einen Strickrock anbietet, sondern unser Hauptaugenmerk liegt wirklich darauf, dass wir komplette Kollektionen anbieten, wo es wirklich immer Outfits gibt, die miteinander kombinierbar sind. Absolut im Trend heuer, gelb. Die Knallfarbe muss jetzt im Kasten einen Ehrenplatz bekommen, denn damit strahlt jede Frau. Dieses kurze Kleid mit einer auffälligen Tasche betont die weiblichen Rundungen und schmeichelt der Figur, nicht aber dem Geldbörsel. Kostenpunkt 300 Euro. Strickmode bleibt vom 60s-Look auch nicht verschont. Dieses schwarz-weiße Minikleid gibt es mit dazu passender Tasche um 400 Euro. Katie ist zwar ein Modefreak, gibt aber privat nicht so viel Geld für Fashion aus. Was den Preis betrifft, liegt sie mit ihrer Vermutung gar nicht mal so schlecht. Ich habe keine Ahnung, 200 bis 300, so würde ich jetzt mal sagen. Und? Gut geraten, ein stolzer Preis für edle Mode, die auch im Sommer einen kühlen Kopf bzw. Körper bewahrt, koste es, was es wolle.